Hör auf, Laubhüte. Musst du mich ausgerechnet bei meinem Schönheitsschlaf stören? Ich habe eine super duper Überraschung. Na gut, mach's aber kurz. Ich hätte zur Armee gehen sollen. Ich habe eine kleine Rakete zusammengebaut, es hat 2 Wochen gedauert. Das soll bis auf den Mond schießen und ich stehe dann im Guinness-Buch der Rekorde. Na dann, viel Glück bei deinem ersten Versuch. Ich habe auch ein paar. Ah, jetzt fang endlich an! So eine Pleite. Und ich hatte gerade 150 Knallerbsen in die Rakete gefüllt. Wie bitte? Du hast 150 Knallerbsen eingefüllt? Aua! Geil, Alter! Henning, wieso bist du denn so froh? Weil du die Rakete super vorgeführt hast. Ich bin sehr beeindruckt. Aber ich dachte, du wirst darüber sauer gewesen. Ach was, du hast es ja versucht. Vielleicht gelingt es dir nächstes Mal. Eines Tages liegt mir die Menschheit zu Füßen. Boah, du hast doch deine Füße seit 4 Wochen nicht mehr gewaschen. Mezzo, ich geh ran. Du heiliges Kanonenrohr! Was denn? Hat sich dein Hinterteil gebissen? Viel schlimmer! Wir haben seit 10 Monaten die Miete nicht bezahlen können. Wenn wir in 2 Wochen nicht 2.467,75 € zusammenkriegen, reißen sie uns unsere Vorgarten weg. Was? Was wird aus unseren Gartens werden? Naja, nein. Dann werden sie uns wahrscheinlich rausschmeißen. Das ist ja gemein! Ich habe eine Idee. Wir werden einen Untermieter organisieren. Wozu denn einen Untermieter? Mezzo, ich werde dir das erklären. Wenn das Geld für die Miete mal knapp wird, dann verwendet man einfach einen Untermieter. Er will Tage, Wochen oder Jahre in einer Wohnung wohnen, damit er ein Zuhause hat. Aber er muss natürlich auch bei uns seine Schulden bezahlen. Das ist bei jeder Wohnung so. Und wir können mit diesem Geld unsere Miete bezahlen. Klingt komisch, ist aber so. Ja gut, aber kriegen wir in 2 Wochen 2.467,75 € zusammen? Mach dir keine Sorgen darüber. Ich mach es schon. Einverstanden? Claro, amigo! Und damit gesucht. Sie wollen also hier bei uns wohnen? Zuerst hätte ich ein paar Fragen an Sie. Ihren Namen bitte. Günther. Ihren vollen Namen. Günther Kraus. Und welcher Tätigkeit gehen Sie derzeit nach? Ich bin leider arbeitslos. Das hört sich gut an. Wie lange wollen Sie denn bei uns wohnen? Einen Monat. Wenn es mir gut geht. Dann gebe ich Ihnen 1.000. Da sind wir uns einig. Ich zeige Ihnen mal die Räumlichkeiten. Das ist das Wohnzimmer. Das ist das Schlafzimmer. Toller Raum. Ja, schön für Sie. Das ist aber leider nicht Ihr Raum. Und das ist die Küche. Ey, den Kühlschrank aber nicht plündern. Das ist das Badezimmer. Ist das mein Zimmer? Nein. Nein, das ist Ihr Zimmer. Aber das ist doch die Toilette. Wie Toilette? Da steht aber WC auf einem großen Schild. Nun ja, jetzt wo Sie sich ein bisschen orientieren können, zur Hausordnung. Paragraph 1, Absatz 1. Festivitäten und andere Feierlichkeiten dürfen nur in Absprache mit dem Hausbesitzer zelebriert werden. Absatz 2. Es dürfen nicht mehr als 2500 Gramm synthetische Drogen und andere Suchtmittel konsumiert werden. Absatz 2. Viehtäter dürfen sich nicht an der Hausgrenze vergehen, es sei denn, sie besitzen eine Sondergenehmigung. Paragraph 2, Absatz 1. Es ist verboten, Gänse, Geflügel und anderes Federvieh im Hause zu halten. Absatz 2. Für Fische in der Toilette muss eine Sondergenehmigung eingeholt werden. Absatz 2. Es dürfen wegen der Gefahr eines Pestilenzausbruches keine Leichen oder Tierkadaver im Garten vergraben werden. Paragraph 3, Absatz 1. Es ist verboten, Panzer und schwere Artillerie in der Garage zu parken. Absatz 2. Der Besitz von atomaren Kriegsgeräten unter dem 18. Lebensjahr ist verboten.
Ja? Gut, dann gebe ich sie mal an Herrn Metzer weiter. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Nachbarn. Da sind die Leute, die sind die nervigsten und ehrlichsten Langweiler in der Nachbarschaft. Die haben auch einen Kater von, den müssen sie sich in Acht nehmen. Wie? Wieso? Sie ist eine ziemlich wilde Bestie. Als Racheaktion werden wir die Nachbarn einen Willkommensstreich spielen. Hören Sie mal auf. Hey, Sie! Ja? Wissen Sie zufällig, wo Herr Nick wohnt? Ja, selbstverständlich. Hey, warten Sie. Sie müssen zuerst... Ah! Hasilein, ist dir nichts passiert? Oh, oh mein Kopf, ich weiß nicht, wo ich ausgerutscht bin. Darf ich den Herrn Günther Kraus vorstellen? Hallo! Ich freue mich, Ihnen kennenzulernen. Guten Tag. Sind Sie neu hier? Ja. Was arbeiten Sie? Arbeitslos. Ein toller Witz. Güte ist ein Scherzbold. Ich muss wieder zu meiner Arbeit. Tschüss. Wenn du das warst, dann werde ich dich anzeigen. Wegen Körperverletzung. Milchgesicht. Ich glaube, wir gehen wieder ins Haus zurück. Nicht die Idee von unten mit, das ist fantastisch. Herr Kraus ist ja nett. Da hast du recht. Ich hoffe, er wird die Regeln befolgen. Ach was, er wird es sicher einhalten. Unsere Regeln sind sehr streng. Ich hoffe, er wird sie befolgen. Gute Nacht, Nick. Gute Nacht, Metzo. Gegen Paragraph 1 Absatz 2 1 der Hausordnung verstoßen. Dafür fliegen Sie raus! Niemals! Hey, bleiben Sie stehen! Kommen Sie aus der Küche heraus! Ihr seid so gemein! Wir sind nicht gemein. Wir wollen Ihnen nur helfen. Was? Helfen? Wir werden dieses betrunkene Schwein rausschmeißen! Ich zähle bis 4. Wenn Sie nicht rausfallen, dann passiert was. Bis was? Bis was? 1, 2, 3, 3,5, 3¾, 4. Au! Mein Bein! Hab ich sie. Soll der Krach da draußen? Beruhig dich, Hasi. Ich regel das schon. Wer hat die Unruhe veranstaltet? Ja, was gab's? Gegen die Hausordnung. Ah, ich hätte besser zur Armee gehen sollen. Ich weiß, wer die Ruhestörer sind. Jungs, schafft sie weg. Metzo, wo sind wir hier? Im Gefängnis. Was?
Wir haben ein neues Zuhause. Ja, sind wir denn alleine hier? Nein, wir haben auch Gesellschaft. Wer hier wohnt, müsst ihr 20 Mäuse geben. Los, raus mit den Moneten. Guten Morgen. How are you?